Wir haben ein sehr großes Problem in Deutschland mit dem Müll, den wir produziert haben in den letzten Jahren. Atommüll ist ein Thema global und Atommüll ist vor allen Dingen etwas, das fällt auch dann an, wenn ein Atomkraftwerk nicht wie in Fukushima havariert oder wie in Tschernobyl, sondern wenn es schlicht und einfach operationsgemäß läuft. Auch dann produziert es Unmengen von diesem Müll. Und allein in Deutschland haben wir trotz Atomausstieg am Ende eine Menge Müll in etwa, haben Sie eine Ahnung, was auf einen Bundesbürger kommt? Das ist so in etwa eine Tafel Schokolade. Von der Gewicht ein bisschen mehr als so eine Tafel Schokolade. Und wenn Sie jetzt sich so eine Tafel Schokolade, das ist ein bisschen schwierig, weil ich die Hände nicht frei habe. Ich werde Ihnen jetzt was voressen. So. Wenn Sie so ein Stück Schokolade im Mund haben, und das wäre jetzt Atommüll, dann wäre das ungefähr die 10.000-fache letale Dosis. Da merken Sie, mit was für einer Erbe wir zu tun haben. Wir sind in Deutschland soweit, dass wir jetzt versucht haben, ich hatte das Vergnügen, heute gerade noch in einer letzten Sitzung in der sogenannten Endlagerkommission, gemeinsam einen Weg für den Umgang mit diesem Müll zu finden. Wir sind aber erst dabei, dass wir überhaupt den Prozess der Suche eines Endlagers diskutieren. Bis wir so ein Endlager in Deutschland haben, können locker noch 50, 60 oder mehr Jahre ins Land gehen. Wir in Deutschland haben uns entschieden, bald keinen Müll mehr produzieren zu wollen. Aber das sieht in anderen Ländern noch ganz anders aus. Und deshalb finde ich dieses Festival sehr wichtig, weil es durch, in diesem Fall durch Filme, ähnlich wie mit dieser Schokolade auch, sehr greifbar macht, sehr spürbar ein Thema, das unheimlich schwer zu vermitteln ist an und für sich. Und das ist eine Sache, die man nicht, man kann nicht an jeden Bundesbürger eine Schokolade verteilen, obwohl ich das mal vorgeschlagen hatte, so damit jeder mal weiß, was ist. Aber man kann sich diese Filme anschauen, sich damit auseinandersetzen und merken, Atomenergie ist gefährlich auch dann, wenn sie funktioniert. Und um es mal noch deutlicher zu sagen, wenn man zurückschaut, auch schon in die Frage, wie Uran gewonnen wird, Atomenergie tötet auch dann, wenn man sie angeblich friedlich nutzt. Und deshalb ist jeder Tag, den wir noch drin sind, bei uns ein Tag zu viel. Und deshalb ist den Festivals wie diese immer und auch dann, wenn sie sehr schwierige Filme zeigen, dann erst ganz besonders wertvoll. Vielen Dank.